Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich bin MaxSnake. Ich zocke gerne. Ich zocke Bastion und das quasi für euch. So, das nächste Level steht an. Wir haben die Stadt Kelondiarak über 100 Jahre stolz und standhaft nach oben, bis die Katastrophe sie zerstört. Da waren wir stehen geblieben. Wir haben einen Sheriff-Stern und einen neuen Kern für unsere Bastion. Wir reden erstmal mit Zulf, was der von uns will. Über den Sheriff-Stern. The Marshal seemed like a good man, he says. They treated him with dignity. Gibt Schlimmeres, oder? Aber gibt's ja noch die Rauchröhre. Was ist das? Zulf brought his antique smoking pipe all the way from the terminals. Aber erstmal zu Rux, gucken, was der jetzt zum Sheriff-Stern sagt. Even since the Urus surrendered to us, the Marshals kept a wary eye on him. Vorrangig. Dann sehe ich hier ein Waffenlager. Da ist die Blechmuskete angekommen. Jawohl. Anything survives a musket shot ought to be quick work for that blade. Seems the only thing the Calamity saved for Zulf was his smoking pipe. Ja, jetzt bin ich mir nicht so sicher, was wir... Kid collapses after just one drag. Na, großartig. Was ist das denn? Du kannst aus den meisten Gegnern wieder verschwinden, indem du Stab drückst und zur Bastion zurückkehren auswählst. The past. Only good thing ever come out of the past is history. Okay, das Level heißt, wer weiß wo. Und wir machen hier was? Ach, zumindest schon mal der Skyway. Okay. Und wir klopfen anscheinend Monster. Aber warum? Since all this started. Ja, aber wer sind diese hässlichen Monster und was wollen die von mir? Okay, da bricht die Welt auch zusammen. Sehr hilfreich. Fair to say he's led a hard life. Supposing what he says in his sleep ain't no lie. Keine komischen Sachen anfangen. Was ist das denn für ein Level hier? Ist das nur ein wir schauen mal was passiert Level? Anscheinend, ne? Never knew his old man, but he had his mama to take care of. Frail thing with pure white hair like his. Hier kann ich mir anscheinend. Wow. Einigermaßen einfach Diamantsplitter besorgen. His mama's hair did the kid no favors while he was growing up, but he learned to hold his own out there. Aber ich möchte ehrlich gesagt hier raus, weil mir das gar nicht gefällt, was hier passiert. Okay, jetzt können wir die hier natürlich alle kleinen. School ain't working out, so the kid signs up for a turn on the rippling walls.
Make his mama some money. Whoa. Whoa, was passiert hier? Der Boden bricht weg. Thanks to folks like the kid, the walls kept Ceylandia safe from whatever's out there. The elements, the Ura, you name it. Bilder übrig? Verstehe ich nicht. Und warum kann ich den Onkel hier nicht kontern? Ihr seid dran. Ist einfach mal gefallen. Once the kid done his time, he hurried on home. Turns out his mama's time was done too. Hey. Warum, wie komme ich denn, was ist Sinn und Zweck dieses Levels? Kann es wahr sein, dass ich hier nur rumeiere? Hier der Boden unter den Füßen wegbricht? Um an ein paar schöne Diamantsplitter zu kommen. Kriege ich ja nun im regulären Spiel einfach erfassbar. So. Soweit erstmal zu dem. Warum komme ich auf die Luftbrücke nicht mehr drauf? Das ist ja auch Mist. Ich muss also. Ach du Scheiße, ist der sich. Müssen wir ihn halt ganz schnell prügeln. Erschießen. The city had nothing for him. The money he'd been sending home was nowhere to be found, neither. So what'd the kid do? Why he went right on back to the walls for another 5 years? Ja, ich möchte hier weg. Ist schon richtig. Aber in the history of Ceylandia, nobody has ever volunteered for a second shift on the walls. The past don't matter for nothing now. Nee, das lassen wir mal lieber mit der Pfeife. Das ist ja doch irgendwie ganz schön heftig. Gut. Aber ihr konntet mir dabei zugucken, wie ich mal so richtig verkacke. Es hat zumindest nicht allzu lange gedauert. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Zockt viel, zockt schön. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, MacSnake verkackt auf ganzer Linie. Bis dann!